der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Ralf Brinkhaus. Wenn ich mir meine Vorredner so anhöre, dann würde ich mir wünschen, dass wir uns hin und wieder einfach auch mal die Zeit nehmen, uns über das Glück, dass wir dieses Europa haben, zu freuen, anstatt uns immer nur die Sorgen zu erzählen. Weil, ja, sagen Sie ruhig, oh, weil ich kann Ihnen eins sagen, wir werden in den nächsten Wochen den 100. Jahrestag des Schlusses des Ersten Weltkrieges begehen, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wo der Zweite Weltkrieg gefolgt hat, wo keine Familie im Mittel-, Ost- und Westeuropa nicht mindestens einen Angehörigen verloren hat. Und dass das nicht wieder passiert, das ist das Verdienst dieses großen Friedensprojektes Europas. Und deswegen... Und deswegen werde ich, soweit es sich irgendwie anbietet, jede meiner europäischen Reden damit eröffnen, dass Europa zuerst ein Friedensprojekt ist, an zweiter Stelle ein Friedensprojekt ist und an dritter Stelle ein Friedensprojekt ist und dass wir uns es gar nicht oft genug sagen können, wie wichtig das ist, meine Damen und Herren, anstatt uns hier mit allen Sorgen und Nöten, die tatsächlich da sind, gegenseitig zu bewahren. Meine Damen und Herren, Europa ist aber nicht nur ein Friedensprojekt. Europa ist auch das größte und das erfolgreichste wirtschaftspolitische Projekt, was wir überhaupt je zustande gebracht haben. Und das ist nicht nur der Binnenmarkt. Wir können uns darüber streiten, meine Damen und Herren, ob da 17, 18, 19 oder 20% unserer Arbeitsplätze dranhängen. Wir wissen eins, ohne diesen Binnenmarkt würden hier Menschen ohne Arbeit stehen, würden Hallen leer stehen und hätten wir auch nicht die Steuereinnahmen und hätten auch nicht den Wohlstand, wo wir uns viele Dinge mit leisten können, die uns allen hier in diesem Haus wichtig sind. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa ist nicht nur im wirtschaftlichen Bereich ein Binnenmarktprojekt. Wir sind die größte Handelsmacht der Welt. Und wie wichtig das ist, das haben wir doch gar nicht gerade in den letzten Wochen und in den letzten Monaten gesehen. Es wäre doch gar nicht möglich, dass sich mit Deutschland alleine alle asiatischen Regierungschefs treffen. Und wie dringend notwendig das ist, das sehen wir doch angesichts der expansiven, einige sagen aggressiven Politik von China. Da müssen wir doch als Europäer zusammen dagegen halten. Und die Bundeskanzlerin hat es gerade angesprochen. Wir schließen ein Freihandelsabkommen ab mit Singapur. Ich kann für meine Fraktion nur eins sagen. Wir lieben gut gemachte Freihandelsabkommen und werden uns dafür einsetzen, dass diese Freihandelsabkommen zusammen mit unseren europäischen Freunden auch weiter abgeschlossen werden, weil das der Weg ist, wie wir den Wohlstand hier in Deutschland sichern. Und wir werden natürlich die Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickeln. Aber wir nehmen uns auch die Freiheit, den einen oder anderen Vorschlag aus Brüssel oder Frankreich zu kritisieren. Weil wenn wir ein gutes Europa wollen, dann müssen wir uns konstruktiv kritisch damit auseinandersetzen und müssen nicht alles mitmachen, was vorgeschlagen wird, weil auch in der Vergangenheit nicht alles vernünftig und richtig war, zumindest aus unserer Sicht. Und das haben wir auch als deutsches, als nationales Parlament in unserem Aufgabenkatalog stehen, darauf zu achten. Europa ist aber auch, und das haben wir auch in den letzten Jahren gelernt, ein Projekt, was eine gemeinsame Lösungsplattform für uns alle bietet. Eine Lösungsplattform für Probleme, die wir nicht alleine hinbekommen. Das sind Großforschungsprojekte, das ist Klimaschutz, das ist Umweltschutz. Das lässt sich nicht an nationalen Grenzen aufhalten. Es sind aber auch zwei Themen, die ganz, ganz wichtig in diesem Bereich sind, die wir auf diesem Gipfel besprechen werden. Das ist das Thema Migration. Es ist doch wohl völlig klar, dass eine Flucht oder eine Migrationsursachenvermeidung nicht alleine von Deutschland gemacht werden kann. Das müssen wir zusammen in Europa machen. Es ist doch völlig klar, dass der Schutz unserer Außengrenzen gemeinsam von allen europäischen Staaten organisiert werden muss. Und es ist doch völlig klar, dass die gerechte Verteilung der Lasten aus Flucht und Vertreibung nur europäisch organisiert werden kann. Und jetzt kann man... Und jetzt kann man sich hinstellen und kann sagen... Ja, das dauert ja alles so lange, da werden überhaupt nicht schnell genug Fortschritte erzielt. Kleine Rückblende. 104 Jahre zurück, 1914. Wie froh wären die damals gewesen, wenn kleine Fortschritte gemacht hätten werden können? Wie froh wären die gewesen, wenn die ein Forum gehabt hätten, wie wir in Brüssel haben, dass sich 26, 27, 28 Regierungschefs darauf einigen, dass man lieber langsam was zusammen macht, als dass man was gegeneinander macht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und vor diesem Hintergrund bleibe ich dabei, bei all den Problemen, die wir haben, Europa ist ein großartiges Friedensprojekt, ist ein großartiges Wirtschaftsprojekt, ist ein großartiges Problemlösungsprojekt. Und es ist unsere Aufgabe, dieses Europa nicht zu bekämpfen, nicht klein zu machen, sondern es jeden Tag in sehr, sehr kleinteiliger Arbeit zu verbessern. Und natürlich ist es so, dass nicht alles gut läuft. Und über ein Thema werden wir auf diesem Gipfel auch reden. Das ist das Thema Brexit. Das war für uns eine schmerzhafte Entscheidung. Und natürlich müssen wir uns täglich fragen, wie konnte es dazu kommen, was haben wir falsch gemacht und was können wir besser machen, damit sowas nicht nochmal passiert. Aber eins ist auch richtig. Wir müssen und wir werden die Entscheidung des britischen Volkes respektieren. Das ist jetzt so. Und auch wenn es am Ende des Tages nur Verlierer hervorbringt, wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Und wie machen wir das? Dazu fünf Punkte. Der erste Punkt, wir sollten fair dabei bleiben. Wir haben den Briten hier in Deutschland sehr viel zu verdanken. Die Briten waren in den meisten Fällen ein sehr verlässlicher Partner und haben meistens an unsere Seite des Verhandlungstisches in Brüssel gesessen. Und deswegen werden wir eine Verhandlung auch weiterhin unter Freunden führen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der zweite Punkt. Es ist natürlich besser, wenn wir einen Konsens erzielen. Und wir werden auch hart daran arbeiten, dass wir diesen Konsens hinkriegen. Der dritte Punkt ist aber auch, dass ich sagen muss, nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis. Und das ist hier mehrfach gesagt worden. Auch Herr Lindner hat es gesagt. Wir können es nicht zulassen, dass es einen Rabatt gibt oder dass Rosinenpickerei möglich ist. Das geht nicht. Wer die europäischen Vorteile trägt, der muss auch die europäischen Lasten tragen. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir sind auch ziemlich kompromisslos bei unseren Grundfreiheiten. Das ist auch überhaupt keine Frage. Aber, und das ist der vierte Punkt, wir müssen auch immer die Verantwortung im Hinterkopf haben gegenüber der Nordirland-Frage. Wir haben in Nordirland eine 100-jährige und mehr als 100-jährige Geschichte von Gewalt, Tod und Terror. Die ist durch das Karfreitagsabkommen beendet worden. Wir müssen verdammt noch mal aufpassen, dass die Brexit-Verträge nicht dazu führen, dass genau das wieder auflebt. Und da haben wir hier eine große Verantwortung. Und ich bin froh, dass alle Redner das auch so erwähnt haben, wie es ist. Und da werden wir sehr achtsam und vorsichtig mit umgehen. Und der fünfte Punkt. Es gibt ein Leben nach dem Brexit, auch ein Zusammenleben nach dem Brexit mit dem Vereinigten Königreich. Wir arbeiten in vielen, vielen Projekten im Bereich Bildung und Forschung zusammen, aber auch in Verteidigung. Und Frau von der Leyen, ich bin sehr froh, dass Sie gerade in den letzten Wochen bewusst dieses Zeichen gesetzt haben mit Ihren britischen Kollegen, dass wir weiter gemeinsam üben hier in Deutschland und dass wir weiter zusammenarbeiten. Und ich teile, Herr Lindner, Ihre Vorstellung, auch wenn es momentan vielleicht unrealistisch ist, die Tür für das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union oder in die Europäische Union hinein muss offen bleiben. Jetzt sollten wir vielleicht auch ein bisschen noch über unsere Rolle in diesem Gipfelkonzert in der europäischen Politik reden. Ich habe manchmal so das Gefühl, und das sage ich ganz selbstkritisch, dass wir so in zwei Paralleluniversen leben. Da gibt es Brüssel, hier gibt es den Deutschen Bundestag als nationalen Gesetzgeber. Das ist nicht so vorgesehen. Wir haben durch den Vertrag von Lissabon, durch das Grundgesetz und auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes hier ziemlich viele Pflichten und Rechte als Deutscher Bundestag. Und die sollten wir mehr nutzen. Wir haben die Pflicht, unsere Regierung im Rat zu kontrollieren. Wir haben das Recht zur Stellungnahme und zur Mitwirkung an europäischen Rechtsetzungsprozessen. Wir haben das Instrument der Subsidiaritätsrüge, was wir wohl gar nicht zu oft nutzen, wie wir es vielleicht auch nutzen könnten. Und wir haben natürlich die Souveränität über den Haushalt. Das haben wir allerdings weitlich genutzt und auch richtig genutzt. Und ich kann uns alle nur dazu ermuntern und aufrufen, dass wir uns nicht als die anderen als nationales Parlament begreifen, sondern dass wir uns als integralen Inhalt, Bestandteil des europäischen Rechtsetzungsprozesses begreifen und dass wir deswegen noch viel, viel öfter über Europa reden, als wir das derzeit tun. Zum Schluss drei Wünsche. Erster Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass wir Europa nicht immer nur auf die Finanzfragen reduzieren und nicht immer nur darauf reduzieren, uns nochmal neue Töpfe zu überlegen, wo wir nochmal Geld verteilen können,
sondern dass wir dieser süßen Versuchung, weil es so einfach ist, widerstehen und dass wir uns mehr den Sachfragen zuwenden, die wirklich wichtig sind, wie Migration, wie äußere und innere Sicherheit, wie gemeinsame Forschung, gemeinsame Bildung, wie Erasmus und viele, viele andere Sachen. Ich glaube, dadurch würden wir die Akzeptanz von Europa auch nachhaltig steigern. Und es ist allemal besser, Lösungen zu finden, als Probleme mit Geld zuzuschütten. Zweiter Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass die Geschichte von Europa zukünftig nicht mehr nur von Politikern, Beamten, Journalisten oder Wissenschaftlern erzählt wird, sondern dass sie emotional von denjenigen erzählt wird, die Europa groß gemacht haben und die von Europa profitiert haben. Ich habe das hier an dieser Stelle schon mal gesagt. Es geht um meinen schwedischen, deutschen Studienfreund, der im Erasmus-Programm seine schwedische Frau kennengelernt hat, der heute eine europäische vielsprachige Familie hat, die in ganz Europa lebt. Es geht um den estnischen Software-Ingenieur, der durch die Förderung der Europäischen Union ein Start-up in Tallinn aufbauen konnte und der im Gegensatz zu seinen Eltern und Großeltern Zukunft hat. Und es geht auch darum, um die alte Frau, die ich auf vertriebenen Veranstaltungen gesehen habe, die gezeichnet ist von den Schrecken ihrer Kindheit und ihrer Jugend, von Gewalt, Flucht und Vertreibung und die uns erzählen kann, dass wir durch diese Europäische Union seit 70 Jahren in Frieden leben, meine Damen und Herren. Und der letzte Wunsch ist, es gab in den 50er Jahren europäische Staatsmänner, einen Italiener De Gasperi, die Franzosen Monet und Schumann, und die sind in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und obwohl sie überhaupt keinen Grund dazu gehabt haben, obwohl es viel Widerstand in der eigenen Bevölkerung gab, auf Konrad Adenauer zugegangen und haben gesagt, wir müssen in Europa gemeinsam was machen. Sie haben gesagt, wir machen es trotzdem. Und ich würde mir eins wünschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir bei all den Schwierigkeiten, die wir haben, heute den Mut haben, hinsichtlich Europa, in einer viel, viel einfacheren Situation als der Monet, als Gasperi und als Adenauer, dass wir sagen, wir machen es auch trotzdem. Dankeschön. Jetzt hat das Wort die Vorsitzende.